Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3, Folge Nummer 8. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Eisen hergestellt. Ich habe auch die Schlagfalle sozusagen verbreitet. Jetzt spawnt auch was. Also ich habe das schon gemerkt, dass da mehr da hinten spawnt. Also entweder bin ich wirklich noch zu nah dran. Hallo, Skelett. Du Skelett. So, was vielleicht einigen auch aufgefallen ist, ich habe auch die Falle verschmälert. Es ist zwar noch keine Spinne bis jetzt gespawnt gewesen, aber ist mir dann irgendwann eingefallen, super, dann sind die Spinnen alle da oben. Das ist nervig, will ich nicht. Und vor allem, ich habe immer hin und her laufen müssen. Dann ist der ein, dann war der zu weit drüben, da bin ich nicht mehr hingekommen. Habe ich gesagt, nee, machen wir nur noch eins. Also einen verschmälert. So, wir haben 3 Gunpowder bekommen. Das ist nämlich wichtig, weil wir wollen jetzt dann ein bisschen weiter kommen. So, das heißt jetzt, ich habe das noch bekommen und ich habe noch meinen Gunpowder bekommen. So, dann hätte ich, dann eigentlich würde ich ja gerne das machen, aber ich bin mir halt leider nicht sicher, ob ich das halt auch aus den Steinen rauskriege. Also mache ich da auch Netherrack. Und Netherrack muss ich sowieso machen. Also machen wir jetzt erst die Redstone Quest. Das heißt, ich brauche das Iron Casing. So, fürs Iron Casing brauche ich jetzt ein Iron Gear. Dann heißt es, wir machen das hier. Dann brauche ich nämlich jetzt erstes ein Holzgear. Ein Stone Gear. Und jetzt ein Eisen. Kein Eisen Gear. Okay, das da machst du mit einem Eisen Nugget. Thermal machst du mit 4. Okay. Dann machst du mir einen Ring. Will ich mich freuen? Aber gewaltig will er mich verarschen. Habe ich schon mal einen Eisenmann gebraucht? Dass ich jetzt ein Eisen-Nugget mir mache und dann sage, ja, super, habe ich noch welche. Nein, habe keine mehr. Also, machen wir welche. Also, kommst du da rein. Dann habe ich hier mein Iron Gear. Und das muss ich jetzt mit 8 Stück ummandeln. Dann habe ich jetzt mein Iron Casing. Das haben wir. Und jetzt brauche ich einen Redstone. So, hab ich das andere Ding auch schon gebaut? Wenn man Gaschen hat, weiß ich es nicht mehr. So, das war halt Ed Sky Resources. Das Lustige ist zum Beispiel beim letzten Mal, ne, habt ihr gesehen, ist das T gegangen. Ne, brauche den Heater. Und jetzt geht's nicht.
bin mir gerade nicht sicher, ob ich das Ding schon gebaut habe oder nicht. Das ist gerade richtig nervig. Ich habe jetzt zwar nichts dagegen, wenn ich zwei habe, aber ich muss jetzt nicht unbedingt wieder das nächste Eisen verballern, wenn ich ihn schon habe. Weil ich ja weiß, dass ich irgendwas gebaut habe aus Eisen und habe ich gesagt, Mist, reicht nicht. Habe ich dann gar nichts gebaut? Wenn ich es gebaut habe, habt ihr es bestimmt schon gesehen und ich bin wieder blind wie ein Tiefseefisch. Aber ich sehe es nicht. Bin ganz ehrlich. Es sind 7. Es sind 15. Ja, okay. Geht gerade noch. So, ich brauche in. Halt. Machen wir mal den ultimativen Test. Du hast den Stone Combustion hier raus. Du den auch raus. Und stell den jetzt drunter und du den Stone Heater rein. Ja, passt. Sagt, funktioniert. Super. Nicht irgendwelches Eisen verbatzen. Nur weil ich es kann. Wenn es geht, nehme ich auch das. So, wir sind jetzt bei 1538 HU. Das heißt jetzt, wir brauchen für Redstone 2x Blaze Powder und 2x Gunpowder. Okay. Schaut auf jeden Fall gut aus. So, dann machen wir das mal hier auf. Ich habe gelesen, dass mit der Trapdoor geht, funktioniert halt dann nicht mehr, aber ich weiß halt nicht, ob ein Dropper dann funktioniert. Oder irgendwas in der Richtung. So, sehr schön. Wir haben schon mal unser erstes Redstone. Fest abgeschlossen. Und sehr schön, wir bekommen eine Schaltplatte. Können wir ja wenigstens jetzt schon aufräumen. Danke. So, aber wir brauchen jetzt vor allem auch ein Netherrack. Ja, und ich will davon 9 Stück, das heißt, ich brauche davon jetzt 2. Das heißt, ich brauche jetzt 3 Blaze Powder und 8 Steine. Dann gehen wir wieder rein. Hauen drauf. So. 1, 2, 3. 3. Zumachen. Und wir haben 8 Stück. Und weil es so schön war, machen wir es gleich nochmal. Wir haben 16 Stück. Wir sind zufrieden. Dann machen wir auch gleich einen Compressed Dann brauche ich bitte den Compressed Stone Grinder. So, was haben wir jetzt rausbekommen? Dirty Quartz.
Ah, okay. Hätte ich sogar schon vorher gehabt. Aber ist egal, brauchen wir es so oder so. So, Redstone kommt rein. So, Netherquarz haben wir. Die Eisennuggets kommen gleich weg. Unbekanntes Item. Machen wir das auch noch gleich sauber. Auch ein Item, das was er nicht kennt. Alles, was er nicht kennt, schmeißt er gleich weg. Das ist auch so. Auch so ein Lump. Ach, da ist mein Eimer. Auch schon blind. Habe ich gar nichts rausbekommen. Alles klar. Also wir haben es durchgewaschen. So, das heißt, wir haben diese Quest hier abgeschlossen. Mandrill Torches bekommen. Okay. So, dann haben wir abgeschlossen Netherrack. Schmeiß es jetzt einfach mal da rein, weil ich keine Ahnung habe, ob es braucht oder ob es nicht braucht. So, was brauchen wir denn als nächstes? Soul Sand. Das heißt, ich brauche Sandy Netherrack und Soul Sand. So, Sandy Netherrack ist eine Netherwarze und eine Netherwarze bekomme ich wie? Okay, ich brauche Gras. Gras ist kein Problem, hoffe ich. Ist keins. Gut. Hab ich fertig. So, dann brauche ich jetzt mein Teil hier. Und ich brauche hier davon. Kommst du in die Zweithand? Und dann und 6 Herzen. Dankeschön. Aua. Zwei Stück. Und was war das? Was war das letzte? Netherrack. Ja, Gott sei Dank habe ich die nicht alle verballert. So, aber ich habe jetzt Nethy. Und es ist das nächste Soul Sand und ich vermute, dass ich das aus dem jetzt rausbekomme. Genau. Das heißt, ich muss mir jetzt einmal einen Mini-Freezer holen. Den stelle ich jetzt erstmal dahin. Das wird nämlich jetzt bestimmt zeitlang dauern, bis der fertig ist. Dann habe ich die Quest auch fertig. Sehr gut. So, was haben wir denn? Secundus Alchemidas. Secundus. Secundus, ja. Dafür brauche ich ein Alchemical Iron Ingot. Dafür brauche ich in der Fusion ein Eisen und 3 Blaze Powder. Dann hätte ich gesagt, bringen wir mal die Dimension. Habe ich auch.
Lass mich mal laufen. Ich hoffe, dass es reicht. Den einen habe ich. Jetzt brauche ich noch mal zweimal Blaze Powder und zweimal Redstone. So, ich hoffe, dass das woanders, ich das woanders machen muss. Ich will mal da reingucken. Nein, das ist auch im Alchemical Fusion. Ich habe da gerade Befürchtung, dass mein Catalyst dafür nicht ausreicht und dass ich davon mehr als einen brauche. Von dem Rezept. Ich habe fast keinen mehr. So, das waren jetzt davon zwei und das Ding. Ah, okay, sehr schön. Also, das heißt aber, ich kann jetzt da das da reinhauen. Sekundus wird es dann sozusagen die nächste Stufe werden. Aber wie gesagt, wenn der jetzt dann durchgelaufen ist, und ich stelle gerade wieder fest, ihr könnt euch das Zeug mit Glas zum Beispiel nach oben arbeiten. Müsst ihr halt gucken, wie viel das ihr habt, dass ihr da oben seid. Ja, und dann läuft der halt weiter und dann habt ihr schon da ziemlich viel. So, das heißt jetzt, ich brauche jetzt nochmal. Lass nochmal zwei durchlaufen. Und das war noch was? Achso, Eisen. Zwei Stück. Und ein Eisen. Ja. Drei Stück und ein Eisen. Habe ich noch mal ein? Komm. Weiße Schewo. Jawohl. So, und jetzt ist der neue Alchemie-Taster da drin. Und jetzt sind wir von 75 auf 175 gesprungen. Das ist das, was ich vor allem wollte. So, weil jetzt heißt nämlich, wenn ich jetzt dich reinschmeiß und dich reinschmeiß und dich reinschmeiß. Plop, plop. Ja, also jetzt habe ich 10 Stück rausbekommen. Vorhin habe ich gerade mal so 5 rausbekommen, weil er aber auch schon oben war. Habe ich halt nur leider keinen Redstone mehr. Jetzt muss ich halt wieder Redstone herstellen. Aber, ne, das ist jetzt schon mal eine komplette Verbesserung von diesem Teil hier. Wir gehen mal schnell schlafen. So, das heißt, das haben wir auch abgeschlossen. Aber ich will jetzt vor allem weiter gucken, weil hier ist jetzt was aufgegangen. With Life Infusion, you can make the saplings that grow slime. And blue. Genau, weil wir brauchen das nämlich für diese Magma-Katalysts da draußen. Life Infusion, das sagt er zu mir, er braucht einen Slime Ball. 4 Stück und 6 Herzen. So, und von dir sagt er, ich brauche einen Slime Ball und 2 Lapis, um einen zu kriegen. Also, das heißt, ich brauche 4 Slime Balls. Ich glaube noch nicht mehr, dass ich noch 4 habe. Also, das heißt, ich muss 4 Slime Balls herstellen. Weiß nicht, warum, dass ich immer da drauf drücken will.
Das heißt, ich brauche jetzt 8 Plant Matter und einen Snowball. Dann machen wir das doch mal. Ja, leider funktioniert momentan Tee nicht. Ich habe keine Ahnung warum. Wenn da mal einer eine Idee hat, gerne in die Kommentare schreiben. Würde ich mich freuen. Da haben wir auch noch mal einen. Wofür habe ich denn von dir? Gib mir mal, genau, lassen wir 5 Stück drin. So. Haben wir 18. Vielleicht brauche 8, ne? Und 2 Schneebälle. Und 200. Habe ich schon recht? Nein, jawohl. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und einen und zu und und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und einen und das zu und so, jawohl. Essen, 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 essen? Kein Essen mehr? Ein Rotten Flash. Drei Schneebälle, wenn ich mich nicht mehr irre. Jawohl. Leben aufladen. Wird gleich wieder schmerzhaft. So, Planet Matter. Komm mal hier rein. So, und jetzt heißt's, brauche ich Lapis. Ich hoffe, dass ich so viel Lapis habe. Ich brauche nämlich 8 Stück. Duzel muss man haben. Ja, und nix, nix Platz Inventar, hat man sehr viel Dusel. So, mal dahin. Danke. Dann haben wir die Hälfte. Und das Schöne ist, durch die 4 kriege ich jetzt auf jeden Fall schon mal meinen anderen. So, dann heißt es jetzt, wir brauchen. Habe ich noch Clay? Muss hier mal langsam ins System reinkriegen. Ich habe zwar schon langsam eins, aber ich muss trotzdem noch in jede blöde Kiste gucken. Ich brauche 2 Stück. Ich brauche mal eine Pistole. So, vielen Dank. Dann habe ich jetzt hier mal 20 Glas. Dann habe ich hier nochmal 20 Glas. Dann packe ich hier jetzt auch mal 20 Glas rein. Ah, ist schon mal was anders. Wir waren unten. Genau. Kommen hier schon mal die Glas, das Glas hin.
So, und du machst mir mal bitte ein bisschen tiny. Danke. Und davon schmeiße ich jetzt 5 rein. So, und dann heißt es jetzt für mich, der Blue Slime, ne, weil genau diesen Bonsai will ich nämlich jetzt gleich verwenden. Das heißt, ich brauche einen Sapling. Machen wir dich hier. Die kommen dahin, du kommst dahin. Und wir sagen Aua. Und wir essen wieder was. Wenn sich das nämlich alles wieder schön aufladen. So. Dann, wenn der Bonsai-Mod auch drin ist, dann wird er auch verwendet. Das heißt, ich brauche jetzt noch einen Trichter. Das heißt, ich brauche 2 Loks. Dafür gebe ich gern 5 Eisen her. Wenn ich auch vorher die Bonsais noch mache. Nee, aber der Trichter muss ja gehen. Iron Ingot. Hä? Sag jetzt bloß, ich brauche jetzt ein spezielles Holz. Ach, ich ne, er ist doch so dumm dazu, er kann es doch nicht, verdammt. Also, das heißt, ich stelle dich jetzt einfach mal hier rein. Ich hoffe, hier ist es hell genug für dich. Dann die Erde. Dann den Bon. Okay, der braucht einen anderen Soul. Was brauchst du denn für einen? Heißt, ich brauche nochmal 4 Slime Balls. Vier Slime Balls waren. Okay. So, Clay kommt mal da rein. Du kommst da rein. Nuggets kommen da rein. Ah, Lapis habe ich auch noch. Auch gleich rüber. So, das heißt jetzt, ich will auf jeden Fall 5 Stück aufheben. Nee, ich hab's. Die Kiste. Einen habe ich noch übrig. So, ich brauche jetzt 8, 16, 24, 32 von den Dingern. Das reicht natürlich hin und vorn nicht. Das war mir ja fast schon klar. So. Geht es eigentlich? Es geht auch mit Blättern. Bist du auch zu dumm, dir eine Schelle zu bauen? Nee. So, danke fürs Gespräch. Die Schere ist zwar fast kaputt. Aber
Ich hab's auf jeden Fall. Zepplinge aufsammeln. Jetzt hätte ich dann sogar noch eine Möglichkeit. Ach, genau. Kann ich ja auch gleich. Dafür ist ja das Fach auch da. Können da rein. Okay, dann heißt es jetzt, wir gehen mal schnell schlafen. Dann brauche ich 4 Schneebälle. So, Stein, Erde, das weg, das weg. Ich brauche jetzt Platz. Vielen Dank. Und hier brauche ich noch Kabel. Also dich und dich und dich zu. Ich brauche noch mal ein bisschen Holz. Brennstoffquelle. In den nächsten 8. Was hasse ich? Der letzte. Und noch was zum Essen. Das wird leider nicht reichen. Das heißt, wir machen uns noch mal was. Ich habe schon gelesen, dass ich mich gesehen, dass ich mich schneiden muss. So, dann brauche ich jetzt auf jeden Fall noch einen Erdblock. So, und jetzt brauche ich Slime. Ich. Genau, das ist das da, 4 Herzen, 4 dahin, das da. So, und jetzt kommst du da drauf und der blüht. Wir sind schon mal glücklich, weil wir haben jetzt das schon mal wenigstens so weit erledigt, dass das schon mal jetzt läuft. Was ich jetzt aber noch schnell mache, ist, ich nehme mal eine Schaufel. Mach mir mal schnell einen Schaufelkopf aus Flint. Dann kann ich nämlich schon mal das Holz jetzt dann. Na, Mattock ist glaube ich noch aus Holz, ne? Ja, dann lasse ich es noch drin. Aber ich nehme mal schnell das raus. Schaufelkopf, weil die Schaufel ist gerade repariert. So, das heißt jetzt, ich habe jetzt meine gesamten Werkzeuge, weil ich habe jetzt auch die, wie gesagt, ich bin die ganze Zeit hin und her gerannt, weil mein Schwert ganze Zeit kaputt war. Habe ich gesagt, nee, steht mal ab. So, wir sind sozusagen und jetzt Rechtsklick. Und er läuft wieder und vor allem, ich habe jetzt auch blaue Slime Balls. Ach so, ich kriege, haha, aber ich kriege keine grünen, ne? Die grünen kriege, ja, die grünen kriege ich dann aus dem daraus. Muss halt, ich brauche halt, oder?
Jawohl. Oder so. Zack. Und zack. Ja, das heißt, ich habe es dann da und das heißt, ich kann jetzt dann schön brav meine nächsten machen. Wie gesagt, ich muss halt immer wieder dran denken, dass ich den halt momentan, weil er halt nicht, den ich noch nicht habe, dass ich halt immer wieder mit einem Rechtsklick mit der Axt drauf machen muss, dass ich ihn wieder sozusagen ernte. Genau, so, alles klar. Ich sagte, der läuft ja. Aber ich hab doch noch bestimmt, oder? Ja, so zum Schluss einen Knall, oder? Was heißt zum Schluss? Du hast die ganze Zeit einen Knall. Ja. Dann haben wir Magma Cream. Dann haben wir Magma Block. Kommst du weg. Dann kommst du hin. Ach so, ja. Ich hoffe, dass ich dich Magma Fight daraus auch wieder kriege. Das heißt, ich brauche Alchemical Kohle. Drei Gunpowder und eine Kohle. Wow, der war noch nicht mal durch. Ja, das lohnt sich wenigstens. So, eine Kohle und drei Gunpowder. Eins, zwei, ha! Wo kommst jetzt du her? Bist rausgelaufen, rausgeglitscht bestimmt. So eine Sau! So, Magma Block, dann habe ich die Kohle. Brauche jetzt noch einen Stein. Genau, also das heißt Stein 2 und ich. Ja, haha. Hat gereicht für 2. Danke. Dann kann ich dich jetzt sozusagen hier hinhauen. Dich kann ich hier hinhauen. So, und jetzt müssten 3 Stück arbeiten. Das Schöne ist auch, 390 habe ich schon wieder drin. Dann brauche ich nämlich meinen großen nicht mehr. Ich sag, dann kommt noch irgendwann Vetter noch mit da hinten hin. Und dann könnte ich dann irgendwann, wenn ich Wallet, auch nochmal hier welche mit reinsetzen. Ja, also diese Quellen hier. Jetzt ist nur die Frage. Der Iron Condenser. Brauche davon den schlechten. Das heißt, ich brauche nochmal Charcoal, 2 Blaze Powder. Ja, ich brauche 3, ne? Muss ich gerade hoffen, dass da drüben ein Creeper steht. Oh! Die haben mir meine Tür weggeschlagen. Ihr Schweine! Gib mir meine Tür wieder. Ich glaub, bei dir hängt's. Hau dir einfach meine Tür ab. Okay, aber ich kann es leider nicht machen.
Sonst hätte ich jetzt gesagt, ne, wir hängen jetzt doch den Kondenser heraus. Aber geht leider nicht, weil ich brauche, ja, okay, ich hätte eine Gunpow ich hätte den Gunpowder nicht mehr umwandeln müssen, sehe ich gerade. Aber wie gesagt, das haben wir auch noch, das machen wir auch noch schnell fertig. Mal wieder ein Mob vom Spirit. So, wir schauen schnell noch mal. Ja, und ich wundere mich, wo der Zombie herkommt. Ja, brauche ich mich nicht wundern. Und mein Ast, der Enderman, der wo hier drin wohnt. Herzliches Willkommen. Und vielen Dank hoffentlich für irgendwas. Aber leider nicht für das, was ich brauche. An Powder. Wann hätte ich es doch noch machen können? Naja, wann hätte ich nämlich. Ich glaube, dann wäre nämlich auch der da hinten nach oben gegangen. Wobei, ich bin mir gerade nicht sicher. Weil da ist es ja auch so gewesen, dass der Stone. Jetzt wartet mal. Ich habe. Eisen zurückgelegt. Mein Eisen verschwendet? Wo ist mein Eisen hin? Blindfisch sehe ich schon wieder nicht mehr. Achso, habe ich es vielleicht vorhin raus? Ja, 9 Stück, ja, das reicht definitiv nicht. Weil ich brauche ja 8. Dann brauche ich das Gear und nochmal 8. Ja, aber ich muss jetzt halt dann schauen, dass ich bis zum nächsten Mal wieder Gunpowder auftreibe. Mann, ist das schrecklich, dass ich das so wenig habe. Ja, weil dann können wir nämlich mal gucken, dass wir das upgraden, dass wir den Rahmen wenigstens upgraden, dass wir dann da auch vielleicht diese 75 oder wie viel Prozent sind es? 75, ne? Nee, Speed ist 80 und Effizienz ist 100. Ja, wenn wir da noch ein bisschen dran drehen könnten. Aber den. Danke. Mehr Bälle. Das klang falsch. So, dann noch das Letzte für heute. Mal schnell gucken. Wie viel brauche ich? Okay, ich brauche Slimeballs. Diese hier und diese hier. Und jeweils einen Stack davon. Bis jetzt habe ich einen. Aber das ist ja nicht das Problem. Das heißt, oh, ich habe noch eine Quest fertig. Okay, einen Mietbieter bekommen. Das heißt jetzt nämlich, ich brauche dann die nächsten hier. Hier brauche ich jetzt Slicky Glows. Das heißt, ich brauche eigentlich auch Strings. Wie viel habe ich denn? 18. Glaube, ich brauche 32 insgesamt. Dann brauche ich Gold. Muss mal gucken. Ja. Genau, 8, 16, 32 Strings. Brauche 4 Gold. Und ich brauche einen Emerald. Das wird auf jeden Fall interessant, wie ich die erstmal herkriege. Das heißt, ich kann mich da auch noch bis zum nächsten Mal einlesen.
Die kleine Schmelze müssen wir auch noch bauen, weil wir das da auch brauchen. Das Hot Wood. Ja, da geht es dann beim nächsten Mal weiter, dass wir mal schauen, dass wir langsam an diese Sachen hier rankommen, dass wir an den nächsten Quests rankommen, weil wie gesagt, ich brauche davon 6 Stück und ich will noch einen selber, das sind dann 7. Da brauche ich 8 und davon brauche ich 32. Ja, da gibt es auf jeden Fall noch genügend zum Rum hauen und vor allem dort hinten. Und wie gesagt, wenn ich genügend Steine habe, dann werde ich die Base auch in die Richtung nochmal verbreitern. Ja, dass man dann vielleicht auch etwas mehr nette Monster hat, die wo man hauen kann. Ha! Und ich habe meinen Zeppling bekommen. Den, wo ich wollte. Und den da. Das heißt, ich könnte mir jetzt davon noch einen zweiten bauen. Das klingt doch nach einem Plan. Genau, das würde ich auch so machen. Werde den zweiten aufstellen, weil doppelt gemobbelt hält besser. Und ich verbreite meine Basis nochmal. Und dann, wenn wir beim nächsten Mal auch dann schon vielleicht die ersten Fältchen haben. Und ja, genau. Wir schreiten mit Tat voran. Ja, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, rein damit in die Kommentare. Freue mich wirklich drauf. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.